Leute, wie auf dem Kanal. Also heute zeige ich euch mal Dinge in Minecraft, die ihr schon immer wissen wolltet. Wie zum Beispiel, was passiert, wenn wir zwei Eisengolems aufeinander bauen oder wenn wir zum Beispiel zwei Enderportale zusammenmischen. Und ich würde sagen, Leute, ich lasse auch nicht mal lange warten. Seht jetzt, was passiert. Und die erste Sache, Leute, geht es um dieses Ding hier. Und so, Leute, kennt das ja, wenn ihr den Ender Dragon killen tut, dann entscheidet hier das Portal. Aber was ist, wenn wir das Ding abbauen? Ich würde sagen, Leute, das machen wir jetzt einfach mal. So, Leute, ich habe jetzt dieses Portal jetzt komplett abgebaut. Und jetzt natürlich mit der Ender-Drachen mal schauen, was da passiert. So, und das machen wir mit unserem super OP-Schwert. Okay, Leute, der Ender-Drachen lässt das schon mal gucken, was passiert, Leute. Wird das Portal wieder respawnen oder nicht? Weil, Leute, ich bin echt gespannt und wow. Okay, Leute, also wie ihr sehen tut, selbst wenn das Portal weg ist und den Ender-Dragon killen tut, das Portal, Leute, spawnt alle wieder neu. Weiter geht's mit der nächsten Frage, Leute. Und zwar nehme ich nämlich einen Dreizack mit Treue 3, Leute. Und ihr wisst da, wenn ich den werfe, dann sollte er eigentlich wieder ganz normal zurückkommen. Ja, Leute, ihr habt gesehen, er ist wieder zurückgekommen, ja. Aber was passiert eigentlich, wenn mein Inventar voll ist? Ich habe jetzt mein komplettes Inventar mal voll gemacht, Leute. Wir werfen jetzt mit dem Dreizack und sammeln wieder Sticks auf. Und mal gucken, Leute, was denn jetzt passiert, weil ich kann ja nicht aufnehmen. Ja, Leute, das passiert, wenn ihr einen Dreizack habt mit Treue 3 und wenn euer Inventar voll ist, der Dreizack, der springt so schön irgendwie um euch herum. Aber weiter geht's mit der nächsten Sache. Ja, zwei Totems in der Hand, Leute, ja. Aber welches wird eigentlich ausgelöst, wenn ich sterbe? Ich würde sagen, dazu springen wir jetzt einmal runter, Leute, ja. Und das rechte Leute wird ausgelöst, oder? Also anscheinend ist das rechte wohl stärker als das linke. Also, ja. Funktionieren eigentlich Slimes, Magma-Blöcke und Kakteen, auch wenn ein Teppich drauf ist? Ich glaube, wir testen das bei dem Magma-Block und wir sehen, gut, Leute, wir bekommen trotzdem Schaden, auch wenn ein Teppich eben drauf ist. Aber wie sieht denn das Ganze beim Kaktus aus, Leute? Wenn wir drauf auf dem Kaktus, passiert gar nichts, Leute. Wir bekommen keinen Schaden, der Teppich wird als Teppich gezählt. Aber wie ist das eigentlich mit dem Slime-Block? Dazu, Leute, springen wir einmal hier runter auf den Slime-Block drauf, Leute, und wir sehen, tut, der Slime-Block, der, ja, der funktioniert weiterhin auch mit Teppich drauf. Was passiert eigentlich bei dieser Pisten-Kombination halt eigentlich hier? Okay, Leute, ich betätige erstmal den Hebel, Leute, und mal gespannt, was da so passieren wird. Und, ja. Wir sehen so, Leute, es löst halt immer nur ein Pisten aus. Also, Leute, es ist unmöglich, von einem Pisten die Holzdecke abzuschieben mit einem anderen Pisten. Was passiert eigentlich, wenn wir in einem Endportal Bedrock reinmachen? Weil, Leute, wisst ihr, Bedrock ist eigentlich ja unzerstörbar, ja? Aber mal gucken, was hier passiert, wenn ich das Portal jetzt mit Enderaugen fülle. Okay, Leute, und es steht an einem Portal. Ja, Leute, wie ihr seht, das Bedrock wird halt einfach, ja, entfernt an der Remove, Leute, ja, und, ja, habe ich mir spannender vorgestellt. Was passiert eigentlich, wenn ich in eine andere Dimension reise, Leute, und dabei eine Enderperle noch irgendwo hinwerfe? Probieren wir es mal einfach mal aus, Leute. So, wir werfen jetzt mal die Enderperle und gehen in ein neues Portal noch rein. Und ich war nicht schnell genug. Lass das Ganze einmal in Creative mal ausprobieren, Leute. Ja, weil im Creative wird man nämlich sofort teleportiert oder, ja. Okay, Leute, wir werfen die Enderperle, gehen das in den Nether rein. Also, es passiert einfach gar nichts, Leute. Aber was wäre, wenn das wieder zurückgehen? Werden wir dann irgendwo teleportiert? Dann, Leute, wie ihr gesehen habt, werden wir irgendwo teleportiert. Frage beantwortet, Leute. Was passiert eigentlich, wenn wir im End ein Netherportal nicht bauen? So, Herr Enderman, könnt ihr da bitte weggehen? Danke. Okay, Leute. Mal gucken, was jetzt passieren tut und es passiert auch noch gar nichts. So, und was passiert, wenn ich ein Endportal im End mache, Leute? Okay, es klappt. Okay, wir gehen jetzt einmal rein, Leute, und wow, wir werden dann wieder in die Oberwelt wieder einmal teleportiert. Also damit hätte ich eigentlich jetzt nicht gerechnet, Leute. Wobei, wenn man genauer nachdenkt, Leute, wenn wir den Enderdrachen killen, ist er auch eigentlich nur ein Endportal. Und Leute, ich möchte zwar jetzt nicht eure Kinder zerstören, Leute, aber das Portal zum Himmel funktioniert nicht. Aber Leute, sagt mir ehrlich, wer von euch dachte damals auch, dass man so in den sogenannten Ether kommt, also in den Himmel kommt? Schreibt mir ganz gerne mal in die Kommentare, Leute. Mich wäre echt mehr interessiert, wer das damals auch mal von euch geglaubt hat. Leute, ihr wisst doch, dass man mit Slime-Blöcken Blöcke verschieben kann. Und dasselbe geht auch mit Honigblöcken, Leute. Aber was passiert eigentlich, wenn wir beide gegeneinander antreten lassen? Okay, Leute, welcher Block ist stärker? Ist der Honigblock stärker oder ist der Slime-Block stärker? Ich sage, Leute, wir betätigen jetzt den Hebel und ihr seht, der Schlammblock ist stärker. Oder es ist einfach nur immer Zufall, Leute, welcher Block mal drankommt. Aber weiter geht's, Leute, zur nächsten Frage. Leute, kennt doch alle die Schreiter und die sind da mega cool, Leute, weil die können ja auf Lava nochmal laufen. Aber was ist eigentlich, Leute, wenn ein Schreiter auf Lava drauf fällt? Weil, Leute, ich meine, er läuft da auf der Lava, das muss doch sein Boden sein, oder? Okay, Leute, ich würde sagen, wir placen einfach hier ein. Die Höhe sollte reichen, Leute, ja. Und das passiert gar nichts. Stimmt halt auch noch, Leute. Okay, also heißt, Leute, für die Schreiter ist der Lava so für uns halt eben ja der normale Blockboden. Und Leute, damit hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet, dass er einfach dann sterbt. Ich dachte, er taucht damit kurz ein und kommt dann wieder hoch, aber ja, war wohl nicht so. Ihr wisst ja, Leute, wenn ein Creeper zum Beispiel im Wasser explodieren tut, dann ja, macht er keinen Schaden. Aber funktioniert das eigentlich auch in einem Kessel, Leute? Wir zünden den Creeper einmal an, Leute. Mal gucken, was passiert.
Und ne, Leute, in einem Kessel funktioniert es nicht. Der Kühe macht dann trotzdem auch noch Schaden. Also da, Leute, verstehe ich die Logik eigentlich von Minecraft eigentlich gar nicht mehr, Leute, weil Wasser war ja drin. Leute, ich habe euch das vorhin noch gezeigt, dass sich der Dreizack mit Treue 3 halt einfach wieder zurückkommen tut. Aber was passiert eigentlich, wenn wir ihn durch ein Portal werfen? Ich glaube, ich will sagen, wir probieren jetzt einmal mal aus, Leute. Wir werfen jetzt gerade durch das Portal durch. Und was passiert? Da kommt einer wieder zurück. Okay, Leute, das hat mich eher weniger überrascht. Leute, wisst ihr, Schilder schützen ja vor jedem Schaden. Aber gilt das eigentlich auch für Kakteen? Ich glaube, ich würde sagen, wir probieren jetzt einmal aus, Leute. Wir haben unser Schild und ja. Also wenn ich normal dran laufe, Leute, seht ihr, wie viel Schaden ich bekomme, wenn ich mit dem Schild dran laufe. Seht ihr, Leute, ich bekomme eigentlich genauso viel Schaden. Also Leute, Schilder schützen euch nicht vor Kakteen. Leute, wisst ihr, wenn ihr unter Wasser ja Seensand macht, dann wird man so leicht nach oben gedrückt. Und wenn ihr Magma macht, dann wird er direkt nach unten gezogen. Und dasselbe, Leute, geht auf ein Boot. Wenn ihr ein Boot pacen, könnt ihr sehen, das wird halt immer wieder so, ja, hoch geschleudert, Leute. Es zieht sogar zum Teil. Und wenn das Ganze halt unter Magma-Blöcken machen, Leute, dann seht ihr, dass das Boot halt eben, ja, runtergeht. Aber was passiert, wenn das eigentlich direkt in der Mitte zwischen den beiden Dingern machen? Und Leute, okay, es geht nach unten, also teilweise nach oben. Also wir sehen, Leute, das Boot sinkt nicht. Es geht aber weder nach unten noch nach oben. Ja, interessant zu wissen. Ja, okay, Leute, was passiert, wenn wir eigentlich so eine komischen Kreaturen halt eigentlich beschwören? Leute, ich probiere das Ganze mal aus, Leute. Wir machen hier mal eine in der Mitte hin. Und wir sehen, Leute, es kommt dort eben ja nur ein, ja, wieder raus. Okay, Leute, und was passiert eigentlich, wenn wir das machen? Okay, Leute, entweder wird es nur einer beschwört, keiner, oder werden zwei beschwört. Ich bin mal gespannt, Leute. Und auch hier, Leute, wird jetzt eben nur, ja, einer beschwört. So, und ich muss jetzt aber eine neue Welt suchen, Leute, um euch die letzten Sachen noch zu zeigen. So, Leute, neue Welt wurde gemacht, Leute, ja. Und jeder hat sich erstmal die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn man so ein komisches Portal, ja, ich sag mal, anzündet. Also halt, beziehungsweise mit den Ender-Augen halt eben aktivieren tut. Okay, Leute, ich bin gespannt. Ich habe das noch nie gemacht, ja. Aber ich bin gespannt, was passieren tut. Und okay, Leute, es geht, wie ihr sehen könnt, nur ein Portal an. Und ja, damit ist auch meine Frage, ja, beantwortet. Jeder kennt das. Jeder hat sich mal die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn man zwei Nether-Portale, ja, ich sag mal, so ineinander machen tut. Also ein bisschen was über Grotten tut, Leute, ja. Und ich werde das Ganze erstmal in der Mitte erstmal anzünden, Leute. Und mal gucken, was jetzt passiert. Und es geht nur eins an, Leute. Okay, Leute, es ist halt unmöglich, dass halt, ja, in beide angehen. Ja, hätte ich mir aber nicht schon denken können, Leute. Okay, Leute, jetzt noch zur letzten Frage. Und zwar, was passiert eigentlich, wenn wir zwei Eisengolems auf einmal beschwören? Und zwar, Leute, ihr kennt das Modell ja auch noch vom Widder, Leute. Da wird dann nur einer beschwört, Leute, ja. Aber was passiert eigentlich, wenn wir da jetzt einen Kürbis drauf machen? Okay, Leute, ich bin gespannt und es wird nur einer beschwört, Leute. Okay, damit wird diese Frage auch, ja, beantwortet. Ja, Leute, weil ich euch natürlich Video gefallen lasse, war mal so ein kleines Infovideo. Ja, Leute, was passiert eigentlich, wenn man das und das halt eben macht? Aber solltest du neu sein und gefällt mir, dann kannst du natürlich noch gerne kostenlos ein Abo lassen, gerade noch zum Glocke aktivieren kann, weil danach nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch jetzt mal ein Like von, Leute. Und immer noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Ciao.